herzlich willkommen zu meinem Video. Ich möchte euch heute mal eine Koppelmaschine vorstellen und auch bauen. Ich würde sagen, lass uns mal gleich loslegen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich werde dazu noch ein bisschen erklären. Was ihr alles braucht, sind Steine. Türen habe ich jetzt nicht dabei, aber vielleicht habe ich da hinten noch ein bisschen Holz und dann können wir uns gleich noch eine Tür bauen. Also Steine, ein bisschen Glas, hier Lava und Wasser. Wasser müssen wir uns, glaube ich, eine kleine Quelle hier vorne bauen. Und das machen wir uns gleich mal, weil Wasser brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Oha. Jetzt geht. Es leckt ein bisschen. So, jetzt haben wir hier eine kleine unendliche Wasserquelle. Brauchen wir später gleich. So, den pay ich auch gleich mal ein bisschen Geld. So, das haben wir jetzt. So, machen wir gleich. So, als erstes bauen wir hier mal den Grundriss rein. 1, 2, 3, 4. So, hier kommen die Lava-Eimer hin. Mein Gott, jetzt muss ich den aber mal ein bisschen pennen. Hey, Dodo, machen wir mal $1500, dann ist der auch zufrieden. Stimmt. So, hier kommen dann die. Das ist jetzt Zufall, machen wir hier mal ein bisschen. Mit den Yeezys, da komme ich immer noch nicht so ganz zurecht. So, das machen wir bis hier hin. Hier wird auch natürlich zugemacht. Hier zugemacht und erstmal hier zugemacht. So, dann kommt hier eine Zwischenwand rein. Das ist ganz einfach eigentlich zu bauen. Ganz schnell, ganz fix, ganz einfach. Hier machen wir auch erstmal zu. Da oben kommt nämlich gleich das Wasser rein und hier unten die Lava. So, und deswegen machen wir hier auch nochmal zu. Damit wir uns nicht verbrennen, die wird nachher gleich alles aufgemacht. Jetzt holen wir uns gerade mal das Wasser. Machen wir gerade mal so. Und hepp. Und hepp. Fangen wir am besten hier vorne an. Und am besten. Oh, das war jetzt nicht so gut. So und so. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Blei. Irgendwie funktioniert das jetzt hier nicht, oder? Kann das Sinn? Ja, irgendwie habe ich es geschafft, hier eine unendliche Wasserquelle herzustellen, aber ist okay. So, jetzt brauchen wir natürlich die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt brauchen wir Lava. Stein brauchen wir jetzt erstmal nur ein Stack. Wenn überhaupt. Viermal Lava, das ist ganz wichtig. Hoffe ich, dass die Lava auch reicht. Und hepp. So. Gut. Und hier tun wir dann gleich abbauen. Also. Jetzt machen wir aber erstmal da vorne zu. Wir können ruhig noch ein bisschen mehr. Machen wir hier auf. Hopp, hopp, hopp. Jetzt läuft die Lava gleich hier runter.
lassen wir erstmal beruhigen. Jetzt machen wir hier auf. Na, da muss ich gerade mal aufmachen. So, und guck mal, da habe ich schon das erste Erz. Was für ein Zufall. Und hier machen wir gleich wieder zu. Na? Ach, ey. Doch, aber schnell jetzt. Nein. So. Mist. So, jetzt aber. Da müssen wir auch noch zumachen. Hep und hep. So. Jetzt machen wir erstmal das hier zu. Okay, das machen wir nicht zu. Ja, super. Jetzt klappt das natürlich nicht, wie ich will. Mein Gott. Jetzt. Ich hätte es doch auf CB4 machen sollen. Ja, auf jeden Fall braucht man jetzt hier mal, da müssen wir es ein kleines bisschen anders bauen. So. Ich meine, so war das. Ich hätte doch zuerst die Lava bauen sollen, aber ist okay. So, und hier kann man dann schön, funktioniert schon mal, es fällt alles nach oben. Aber es fällt halt nichts runter jetzt. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und deswegen bauen wir hier nochmal gerade eine Schicht drauf. Müssen wir ja sowieso. So, 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 so. Jetzt zerstellen wir gleich noch das Glas. Hier machen wir Glas hin, da könnt ihr nämlich nachher alles gucken. Hier machen wir dann auch noch Glas hin und Glas. So, 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 so und so. Hier machen wir mal das so. So und so. Jetzt läuft hier nämlich alles hier runter schön. Und dann könnt ihr hier schön farmen. Wenn der Prag Booster an ist, so, hier läuft alles runter. Hier seht ihr die ganzen Erze runterlaufen. Hier könnt ihr auf jeden Fall noch Trichter hin machen. Dafür nehmt ihr einfach dann ein bisschen Bruchstein, macht das hier dann zu. Hier aufmachen. Und dann setzt ihr hier Trichter und Truhen hin, also unten drunter. Ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Wie bräuchte ich denn? Einmal 2, 4, 6, 8, 10. Ich frage mal im Chat. Hat er 10 Trichter? Sonst müsste ich gerade welche herstellen gehen. Nein. Oh, guck mal, ich hab jetzt nochmal $10 dazu bekommen. Wir gehen schnell mal welche holen. Auf CB Natur habe ich Trichter und Truhen. Dann zeige ich euch das schnell noch. Für die, die das mit den Trichtern jetzt noch nicht so gut hinkriegen, ist ganz einfach. Ganz einfach und ganz schnell geht das. Wenn ich eigentlich gleich dran denken kann. Apropos Natur, die Koppelmaschine, die funktioniert nicht auf Natur. Und ich denke, auf Extrem funktioniert sie auch nicht. Das dazu mal. Also bitte dann nicht anfeinden, wenn ihr die auf Natur bauen wollt.
um, was weiß ich, da in Ruhe farmen zu können. Ich brauche Truhen. Wo habe ich denn jetzt noch Truhen? Tja, das ist es. Wenigstens eine. Egal, dann stelle ich welche her. So, gerade mal eine Truhe hergestellt. Das reicht völlig erstmal. Also fürs Zeigen reicht eine Truhe völlig. So, jetzt schnell auf CB. 22 nochmal. Hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Aber so ist das halt. Wo war ich? Hier war ich. Hier ist die Koppelmaschine. So, jetzt baut ihr euch hier. Dann zeige ich aber leider kein Ding dabei. Keine Schaufel. Das baut ihr hier euch ein bisschen runter. Aber ich glaube, ich habe schon wieder zu wenig Zeug dabei. Also zwei runterbauen. Hier können wir, was weiß ich, noch eine kleine Treppe hinbauen. Ihr könnt das ja auch dann noch mit Quarz machen. Also es geht ja mit jedem Stein. Nur wichtig ist, wo war ich denn jetzt drin? Ach so, im Inventar. Ich habe außerdem den falschen Knopf gedrückt. Wichtig ist halt nur, ja, das nächste Mal nehme ich auch eine Schaufel mit, dann geht das auch ein bisschen schneller. So, gut, jetzt haben wir hier das stehen. Jetzt stellen wir uns hier die Truhe hin. Funktioniert. Dann immer sneaken dabei. Also ich mache nochmal in der Ego-Perspektive, weil wenn ihr nicht sneakt, dann geht das nämlich so. Also, so, immer. Ihr seht das ja, dass ich gerade hier mich ducken tue. So. So funktioniert das nicht. Das heißt, sneaken und so. Und von mir aus dann so, 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 so. Jetzt fehlt hier natürlich einer, das ist ja klar. Und den, ja, kommt, den holen wir schnell noch. Dann haben wir das Ding komplett und fertig. Schießt denn hier mit Pfeilen rum? Aber da oben waren ja auch welche. Ach, da ist der Biopi. Komm, geh doch mal weg da. Na komm, schnell. So, das machen wir gerade mal hier rein. Hier war noch ein Trichter. So, brauche ich noch was? Eigentlich nicht, oder? Sein. Super, gut. So, und hier das natürlich auch. Ihr könnt natürlich, damit das schneller geht, hier dann noch eine Truhe hinstellen und die Hälfte in die Truhe laufen lassen und die Hälfte in die Truhe durchlaufen lassen. Ja, das ist natürlich alles möglich. Ihr müsst halt immer von der Truhe aus anfangen dann. Stellt euch hier, was weiß ich, also hier noch eine Truhe hin. Dann wird es ja eine Doppeltruhe, lasst einen frei und dann stellt er hier nochmal eine Doppeltruhe hin. Hier machen wir zu. So, dann könnt ihr hier eine Doppeltruhe hinstellen. Ja, und dann lasst ihr die Hälfte einmal hier durchlaufen und einmal hier. Und wenn ihr natürlich mehr Platz braucht, dann baut einfach ein Stück nach unten. Warte mal, ich mache das mal hier gerade.
Und dann könnt ihr hier genau unten drunter, stellt ihr zuerst eine Truhe hin und dann den Trichter wieder sneaken und dann einfach den Trichter dann so setzen. So, und jetzt haben wir jetzt ja hier die Trichterdinger drin. Und jetzt machen wir hier wieder auf. Wie ihr seht, landet das jetzt in den Trichtern drin. Wenn richtig gebaut ist, kommen hier dann die Steine hin und fertig. So, und jetzt kann man hier hacken, schön. So, tun wir mal ein bisschen hacken. Natürlich ist kein Break Booster an, aber trotzdem habe ich ja die Effizienz Spitzhacke dran. So, und jetzt haben wir hier mal ein bisschen Zeug drin. So, hier sind schon 25 und die Trichter kommen ja dann auch noch. Müsste gleich noch die Erde durchlaufen. Da sind schon die ersten 44. Upsa, jetzt habe ich da mein Ding da abgerissen. Ah, nochmal Erde hin. Also ihr könnt es richtig schön bauen noch. So, da war Lapis, da ist noch mehr Lapis. So, wenn ihr das noch wollt, könnt ihr dann hier noch alles schön mit Glas verzieren. Also ich habe meins mit Glas verziert und alles. So, haben wir hier noch. Vor allem sinnvoll ist es, mit Glas zu arbeiten. Achso, Fly ist ja an. Gut. Dann machen wir das hier noch weg. Ach, egal. Damit ihr sehen könnt, das ist ja größer. Ach Mist. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Ah. So, da kommt da auch gleich noch eine Tür rein. Ich gehe mal gerade gucken, ob da hinten noch ein bisschen Holz rumsteht oder ob alles weg ist. Ja, da ist noch ein bisschen Holz. Das ist gut. Ja, ich habe ja hier diese tolle Geburtstagsschaufel. Da geht das ganz fix. So, müsste ich ja alles haben. Jetzt machen wir noch schnell eine Tür. Was für eine Tür ist ja sowieso egal. Hier noch so. Es ist ja nur so, damit ihr. Ich mache die hier an die Seite dran, weil ihr hackt entweder hier. Also, es können auf jeden Fall, wenn jetzt auch kein Break an ist, zwei Leute dran stehen. Oder wenn ihr wirklich immer permanent zu zweit steht und es dauerhaft, also ziemlich dauerhaft Break an. Dann könnt ihr die Maschine natürlich auch vergrößern, aber die ist im Prinzip jetzt nur für eine Person gedacht. Machen wir hier noch eine Stufe hin. So. Oh, dann lässt sich das besser. Ja. Könnt ihr hier reingehen, die Items schnell einsammeln. Hier machen wir dann noch zu. Wie gesagt, es ist im Prinzip ganz wichtig, dass ihr da Glas mitverarbeitet, damit ihr hier reingucken könnt, wenn der Item Remover kommt. Ich habe leider keine Wasserläuferschuhe gerade an. Normal habe ich immer sowas. Ja, das ist halt jetzt nur halb fertig. Ihr könnt ja dann gucken. Achso, das war das Falsche. So. So, wenn Break Booster an ist, schade, dass jetzt gerade keiner an ist, dann zieht das komplett hier durch. Ihr könnt das ja mal auf euren jeweiligen. Upsala, schon wieder verbaut. Und da ist auch dann Diamanten. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ding hier noch zu bauen. Auf jeden Fall. So, hier läuft das alles rein
Und normal, wenn Break an ist, ist hier alles richtig voll. Deswegen müsst ihr immer auf den hier warten. Also hier auf den Remover. Und hier müssten dann die Diamanten kommen. So, ihr fragt euch bestimmt, ja, da fällt doch was in die Lava und das ist ja total doof. Und ich kann euch versichern, da fällt so gut wie nichts in die Lava. Also vielleicht 5% von dem Gehackten fallen in die Lava. Und mehr aber auch nicht. So, und so sieht die dann aus. Ja, gut, mir ist jetzt echt das Glas ausgegangen. Ich habe auch gar nicht so viel Glas. Macht hier noch ein bisschen Dach hin oder was, damit das ein bisschen schöner ist. Na, das kann man gerade hier noch machen. So, das braucht ja dann keiner zu sehen, was genau das ist. So, dann machen wir hier noch. Das kann man wieder wegpacken, weil das braucht man ja dann nicht mehr. Ist ja gerade sowieso Fly an. Oh, und da hat einer Pay-All-Rechte gewonnen. Super, Glückwunsch. So. Ja, gut, das war's soweit vom Video. Ich mach mal das, so. Was habe ich denn hier drin noch? Die Lava nehme ich mit rüber, das Gold nehme ich auch mit rüber. Ja, das lasse ich alles hier drin. Ich truste euch mal für eine Woche. Sternchen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr sie gerne ausprobieren. Ihr seid alle getrustet. Probiert sie aus, baut sie euch nach. Ja. Aber macht sie nicht kaputt. Weil ich habe meine und die, die es gerne nachbauen wollen, können es gerne ausprobieren, nachgucken. Ja, auf CB22. Und dann würde ich sagen, beende ich auch schon so langsam mein Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, probiert sie gerne mal aus. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben natürlich. Vor allem einen Daumen nach oben. Und schreibt in die Kommentare, ob ich noch weitere solche kleinen Tutorials machen soll. Ja, ansonsten war es das für mich dann für heute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!